Test 4, Teil 1. Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Beispiel. Von einem vorbeifahrenden Wagen hören Sie folgende Durchsage. Liebe Mitbewohner der Krügerstraße, wie jedes Jahr findet zu Sommerbeginn, also am 21. Juni, unser traditionelles Straßenfest statt. Weil der 21. Juni dieses Jahr auf einen Sonntag fällt, wollen wir das Fest etwas früher, schon um 12 Uhr beginnen lassen und bis 18 Uhr bei Musik und Tanz durchfeiern. Wie immer wird ein 3 Meter langer Grill die Gäste mit Würstchen und Steaks versorgen. Für die Erwachsenen gibt's Bier und Wein, für die Kleinen jede Menge Limo. Notieren Sie sich den Termin. Sonntag, 21. Juni, 12 Uhr. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Beispiel. Von einem vorbeifahrenden Wagen hören Sie folgende Durchsage. Liebe Mitbewohner der Krügerstraße, wie jedes Jahr findet zu Sommerbeginn, also am 21. Juni, unser traditionelles Straßenfest statt. Weil der 21. Juni dieses Jahr auf einen Sonntag fällt, wollen wir das Fest etwas früher, schon um 12 Uhr beginnen lassen und bis 18 Uhr bei Musik und Tanz durchfeiern. Wie immer wird ein 3 Meter langer Grill die Gäste mit Würstchen und Steaks versorgen. Für die Erwachsenen gibt's Bier und Wein, für die Kleinen jede Menge Limo. Notieren Sie sich den Termin. Sonntag, 21. Juni, 12 Uhr. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 1. Hören Sie jetzt den Text. Text 1. Von Ihrem Anrufbeantworter hören Sie die folgende Nachricht. Hallo Gerd, hier spricht Maria, Maria Schwanitz aus der Klasse 10D. Ich habe mir deine Nummer von Alexandra Puchstein geben lassen. Es geht um Folgendes. Du lernst doch auch Klavier und Alexandra hatte dir vor 2 Monaten ihre CD mit Mozarts Eine kleine Nachtmusik geliehen. Wenn du sie nicht mehr brauchst, dann sei bitte so lieb und bring sie morgen mit zur Schule. Ich komme dann in der großen Pause und hole sie mir. Ich werde sie nicht lange behalten, höchstens eine Woche. Danke und tschüss. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 1. Von Ihrem Anrufbeantworter hören Sie die folgende Nachricht. Hallo Gerd, hier spricht Maria, Maria Schwanitz aus der Klasse 10D. Ich habe mir deine Nummer von Alexandra Puchstein geben lassen. Es geht um Folgendes. Du lernst doch auch Klavier. Und Alexandra hatte dir vor 2 Monaten ihre CD mit Mozarts Eine kleine Nachtmusik geliehen. Wenn du sie nicht mehr brauchst, dann sei bitte so lieb und bring sie morgen mit zur Schule. Ich komme dann in der großen Pause und hole sie mir. Ich werde sie nicht lange behalten, höchstens eine Woche. Danke und tschüss. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 2. Hören Sie jetzt den Text. Text 2. Sie hören eine Nachricht vom Anrufbeantworter. Hallo Frau Stark, hier Lea Jensen vom Kurssekretariat der Volkshochschule. Frau Stark,
Sie haben sich in das Seminar über Expressionismus eingeschrieben, das jeden Freitag von 17:45 bis 19:15 stattfinden wird. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass das Seminar nicht wie ursprünglich geplant am 10. des Monats beginnen wird, sondern eine Woche später, also am 17.05. Selbstverständlich verschiebt sich entsprechend das Ende des Seminars um eine Woche, vom 12. auf den 19.07. Ich hoffe, das ist für Sie kein Problem. Vielen Dank für Ihr Verständnis und auf Wiedersehen. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 2. Sie hören eine Nachricht vom Anrufbeantworter. Hallo Frau Stark, hier Lea Jensen vom Kurssekretariat der Volkshochschule. Frau Stark, Sie haben sich in das Seminar über Expressionismus eingeschrieben, das jeden Freitag von 17:45 bis 19:15 stattfinden wird. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass das Seminar nicht wie ursprünglich geplant am 10. des Monats beginnen wird, sondern eine Woche später, also am 17.05. Selbstverständlich verschiebt sich entsprechend das Ende des Seminars um eine Woche, vom 12. auf den 19.07. Ich hoffe, das ist für Sie kein Problem. Vielen Dank für Ihr Verständnis und auf Wiedersehen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 3. Hören Sie jetzt den Text. Text 3. Im Radio hören Sie die folgende Nachricht. Es ist bald wieder soweit. Vom 7. bis zum 17. Februar steht die Hauptstadt im Zeichen der Berlinale, zu der jedes Jahr Zehntausende Besucher kommen. Das diesjährige Filmfestival präsentiert eine Mischung aus Produktionen der großen Hollywood-Studios und unabhängiger Filmemacher. Viele der insgesamt 404 Filme drehen sich um gesellschaftliche Themen. In vielen Filmen stehen Frauen im Vordergrund, viele Filme sind auch von Frauen und viele Filme kommen aus Osteuropa. Deutschland ist an 5 Filmen beteiligt, der Eröffnungsfilm stammt allerdings aus China. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 3. Im Radio hören Sie die folgende Nachricht. Es ist bald wieder soweit. Vom 7. bis zum 17. Februar steht die Hauptstadt im Zeichen der Berlinale, zu der jedes Jahr Zehntausende Besucher kommen. Das diesjährige Filmfestival präsentiert eine Mischung aus Produktionen der großen Hollywood-Studios und unabhängiger Filmemacher. Viele der insgesamt 404 Filme drehen sich um gesellschaftliche Themen. In vielen Filmen stehen Frauen im Vordergrund, viele Filme sind auch von Frauen und viele Filme kommen aus Osteuropa. Deutschland ist an 5 Filmen beteiligt, der Eröffnungsfilm stammt allerdings aus China. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 4. Hören Sie jetzt den Text. Text 4. Eine Nachricht vom Anrufbeantworter. Grüß Gott, Frau Elvira Gärtner. Hier spricht Alois Berger von der Polizeistation Krems an der Donau. Gestern wurde bei uns eine braune Brieftasche abgegeben, in der verschiedene Papiere auf ihre Namen liegen. Darunter Personalausweis und Führerschein, sowie mehrere Fotos. Geld haben wir keins gefunden. Wenn Sie diese Nachricht hören, setzen Sie sich bitte sofort mit uns in Verbindung, damit Sie Ihre Papiere möglichst bald zurückbekommen. Unsere Nummer ist 04557 6047. Wir erwarten Ihren Anruf. Wir werden Sie auch schriftlich benachrichtigen. Auf Wiederhören. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 4. Eine Nachricht vom Anrufbeantworter. Grüß Gott,
Frau Elvira Gärtner, hier spricht Alois Berger von der Polizeistation Krems an der Donau. Gestern wurde bei uns eine braune Brieftasche abgegeben, in der verschiedene Papiere auf ihre Namen liegen. Darunter Personalausweis und Führerschein, sowie mehrere Fotos. Geld haben wir keins gefunden. Wenn Sie diese Nachricht hören, setzen Sie sich bitte sofort mit uns in Verbindung, damit Sie Ihre Papiere möglichst bald zurückbekommen. Unsere Nummer ist 04557-6047. Wir erwarten Ihren Anruf. Wir werden Sie auch schriftlich benachrichtigen. Auf Wiederhören. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 5. Hören Sie jetzt den Text. Text 5. Sie hören eine Nachricht vom automatischen Anrufbeantworter. Grüezi Susanne, ich war soeben bei der Zimmervermittlung der Uni und habe folgende Angebote über Mietwohnungen in Basel und Umgebung für dich notiert. Basel-Rosenthal, Einzimmerwohnung im dritten Stock, frisch renoviert, zu vermieten ab sofort 520 Franken warm, inklusive Nebenkosten. Basel-Wettstein, Dachwohnung 35 Quadratmeter, frei ab Ende Juni, 590 Franken kalt. Altstadt Kleinbasel, Zimmer in Frauenwohngemeinschaft mit Küche und Terrasse, 425 Franken alles inklusive. Ruf an, falls dich etwas interessiert, dann fahre ich hin und schaue. Adieu. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 5. Sie hören eine Nachricht vom automatischen Anrufbeantworter. Grüezi Susanne, ich war soeben bei der Zimmervermittlung der Uni und habe folgende Angebote über Mietwohnungen in Basel und Umgebung für dich notiert. Basel-Rosenthal, Einzimmerwohnung im dritten Stock, frisch renoviert, zu vermieten ab sofort 520 Franken warm, inklusive Nebenkosten. Basel-Wettstein, Dachwohnung 35 Quadratmeter, frei ab Ende Juni, 590 Franken kalt. Altstadt Kleinbasel, Zimmer in Frauenwohngemeinschaft mit Küche und Terrasse, 425 Franken alles inklusive. Ruf an, falls dich etwas interessiert, dann fahre ich hin und schaue. Adieu. Ende Test 4, Teil 1.